Hallo liebe Schach69-Freunde, heute zeige ich euch ein paar Partien von Vidit Gujrati. Der junge Inder steht schon an Nummer 3 der indischen Rangliste und das will einiges heißen. In Indien gibt es derzeit schon über 60 Großmeister. Und Vidit Gujrati ist auch in Europa schon gut bekannt, immer wieder auch auf starken Turnieren zu sehen. Auch in diesem Jahr hat er schon einen großen Erfolg. Er hat vor wenigen Monaten das Großmeisterturnier von Biel gewonnen, das immerhin eine über 50-jährige Tradition schon hat. Auch im Chess 960 scheint er immer erfolgreicher zu werden. Auf jeden Fall hat er seine Vorrundenwettkämpfe erfolgreich überstanden und ist in die Knockouts eingezogen und sogar in den Knockouts war er erfolgreich und ist im Moment bereits unter den letzten 8 der Chess 960 Weltmeisterschaft. Schauen wir uns seine schönsten Partien hier an. Das hier war die erste Stellung. Sein Gegner MSB2, hinter diesem Kürzel verbirgt sich niemand anderes als Matthias Blühbaum, unser junger deutscher Großmeister. Und Vidit hatte hier Weiß. Er begann ganz klassisch mit D4 und nach D5 ging es weiter mit Springer C3, E6, F3, möchte natürlich E4 vorbereiten, Springer D7, Springer B3, Läufer B4 und der C-Rochade. Soweit so gut, jetzt kam Blühbaum auf die etwas mutige, um nicht zu sagen merkwürdige Idee, A7, A5 zu spielen. Hier gibt es natürlich viele andere Züge, allen voran kommt hier Springer D6 natürlich in Betracht und das Spiel steht noch völlig gleich. Beispielsweise könnte der Zug Springer C5 ganz einfach mit Springer F6 beantwortet werden. Der Bauer B7 ist gedeckt und der Springer auf F6 auf einem ganz natürlichen Feld gelandet. Blühbaum zog aber A5 und hat dabei wohl überhaupt nicht auf seine Königsstellung geachtet. Der König, der ja in der Mitte weiß Gott nicht sicher genug steht, kann nun schlecht nach C8 rochieren. Er wird ja nicht A7, A5 ziehen, um anschließend die C-Rochade noch vorzubereiten. In Richtung G-Rochade aber dauert es ewig lang. Der Läufer von E8 und die Dame von G8 müssten ja beide noch jeweils 2 Züge machen, um dem König den Weg nach G8 frei zu geben. Und das ist eine schier unendlich lange Zeit. Also ich werde den Verdacht hier nicht los, dass Blühbaum hier schlicht und einfach zu wenig auf seine Königssicherheit geachtet hat. Nach A5 jedenfalls ging es weiter mit A3 und Läufer E7. Hier hätte er wohl Läufer C3, Läufer C3 und A4 spielen sollen. Das wäre wenigstens konsequent, Springer D2, Springer D6 und E4, das gibt sicherlich eine etwas bessere Stellung für Weiß, aber immerhin wäre kein Druck auf D5, den Punkt D5 könnte Schwarz hier gut halten. Nach Läufer E7 ging es weiter mit E4 und schon haben wir eben Druck auf D5. Ja, hier wäre jetzt C6 unbedingt erforderlich. Blühbaum hat A4 gezogen und möglicherweise die Antwort Springer C5 komplett übersehen. Ja, es droht matt auf B7. Was soll man da groß spielen? Auf D5 hängt ja auch noch der Bauer, also Springer C5, DC5 und C6. Jetzt aber, und das ist Vidit sicherlich nicht schwer gefallen, kommt ein klassisches Räumungsopfer im Zentrum. E schlägt D5, C schlägt D5 und Springer schlägt D5. Mit starkem Angriff auf den schwarzen König, E schlägt D5, Turm D5 und ja, das ist tatsächlich schon eine Gewinnstellung. Läufer D7 kann ja mit Läufer B5 beantwortet werden. Schwarz zog König C7 und es ging weiter mit Läufer G3 Schach, König C6 und Dame D4. Der König schon arg luftig, wird hier von ja, 3 oder 4 Figuren eigentlich von Weiß schon angegriffen, in Verbindung auch mit dem Bauern C5. Schwarz hat hier Turm A5 gezogen und Dame E4 baut einen giftigen Abzug auf. Es wäre hier auch Turm D7 und mehrere andere Züge schon gut gewesen. Turm D7,
droht. Turm C7 matt, aber auch Dame D5 matt. Beispielsweise Läufer D7, Dame E4, König C5, Dame C4, König B6, Dame C7, König A7, Dame A5, Schachmatt. Alles erzwungen. Schwarz wäre hier auch schon chancenlos gewesen. Weiß zog Dame E4 und Schwarz Turm C5, Turm schlägt C5 und König C5. Und auch das ist eine leichte Übung, hier das Matt zu finden. Wiedit zog Dame C4, König B6 und Läufer F2, Schach, König A5 und Dame C3. Und das Matt ist, wie man leicht sehen kann, nur noch einen Zug entfernt. Ein hübscher Angriff auf den unruschierten König. Ja, das Thema Königssicherheit, wenn ihr meine Videos regelmäßig anseht, hatte ich schon einige Male zum Thema gemacht. Das ist hier ein weiteres hübsches Beispiel. Die zweite Partie begann aus dieser Ausgangsstellung. Wiedit war diesmal schwarz und sein Gegner ein starker indischer internationaler Meister. Es begann hier mit G3, E5, Läufer G2, Springer BC6 und der Gerochade. Und auch das hier ist ein Thema, das ich in mehreren meiner Videos schon angesprochen hatte. Die unbedachte und viel zu frühe Rochade. Hier im dritten Zug schon rochiert Weiß und das ist definitiv viel zu früh. Der König, zum einen steht er schon auf G1 sicher. Mit der Gerochade verbessert Weiß die Stellung seines Königs auf gar keinen Fall. Und ob der Turm auf H1 oder F1 besser steht, kann zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht gesagt werden. Ein weiterer Nachteil ist natürlich, dass Weiß ein Tempo verliert und der gravierendste Nachteil ist wohl, dass Weiß fortan nicht mehr rochieren kann und Schwarz sozusagen den Plan auf die Hand legt. Wiedit sagt, danke für das Tempo und danke auch für den Plan, spielt D6 und E3 und nun kurzerhand und vollkommen richtig H5. Und hier sehen wir, dass der Turm auf der H-Linie auch gut stehen kann. Natürlich ist die Absicht H4, eventuell H3, ganz naheliegend. Weiß zog H3, Läufer D7, Springer BC3 und Dame C8, bringt die Dame schon ins Spiel, König H2 und F5. Das schwarze Spiel entwickelt sich recht leicht. Weiß zog hier F2, F4, um den Läufer D7 und die Dame C8 fürs Erste noch nicht ins Spiel kommen zu lassen. Springer F7. A3, H4, G schlägt H4, Turm H4 und Dame A2. Mühsam kriecht die weiße Dame nun auch ins Spiel, aber sie steht auf A2, weiß Gott, noch nicht stark genug. Schwarz spielt hier Läufer E6 und Läufer D5 und nach Läufer schlägt D5 kam es zu Dame D5, was allerdings einen Bauern verliert. Entweder war das ein Opfer eines Bauern, vielleicht schon aus Verzweiflung, oder hat Weiß den Bauernverlust vielleicht einfach übersehen. Springer D5 war hier natürlich etwas besser, aber dennoch steht Schwarz klar besser. Die schwarzen Figuren stehen alle eigentlich sehr, sehr harmonisch und natürlich, wohingegen die Weißen eigentlich über das ganze Brett irgendwie verstreut sind. König H2, Dame A2. Und die noch unentwickelten Figuren auf C1 und D1, das alles macht keinen sehr starken und schon gar keinen harmonischen Eindruck. Schwarz könnte hier beispielsweise auch mit ganz natürlichen Zügen fortsetzen, Turm E6 beispielsweise, Springer F2, Turm EH6, D3, König H8, jetzt droht Schwarz mit G7, G5 und meinetwegen Turm G1, Springer CD8, Läufer D2, C6, Springer C3 und Springer E6 wäre eine ganz natürliche Fortsetzung. Hier kommt Schwarz jetzt dennoch zu G7, G5 und weiter zu starkem Angriff. Kommen wir in die Partie zurück. Es passierte also Dame D5 und E schlägt F4 ist einfach ein Bauernverlust, denn E schlägt F4 könnte Schwarz ja mit dem Turmtausch auf E1 nebst Turm F4 beantworten.
Weiß hat d3 gezogen, Turm e5, Dame b3, f schlägt e3, Läufer e3 und f5, f4. Es hängt der Bauer auf h3, die Dame c8 ist zum Leben erwacht. Turm f3 und Dame e6, und das ist gar nicht mal die stärkste Fortsetzung. Dame g4 wäre hier noch viel, viel stärker gewesen. Und nach Turm e schlägt f1 beispielsweise Turm g5. Und Schwarz steht total auf Gewinn. Nach Dame e6 ging es weiter mit Dame schlägt e6, Turm e6 und Läufer f2. Es sieht so aus, als habe sich Weiß gerade soeben noch einmal gerettet. Aber es reicht nicht. Schwarz kann hier einfach Turm e1, Läufer e1 spielen und nun Springer g5. Und das ist sehr hübsch und sehr effektvoll. Der Turm f3 ist angegriffen. Nach Turm f1 kommt natürlich Turm h3 und nach Läufer h4 verliert Weiß natürlich Material mit Springer f3, König h1 und Springer h4. Darum blieb Weiß hier nichts anderes übrig als aufzugeben. Ja, auch das wieder eine hübsche Partie und ein schönes Beispiel dafür, dass eine frühe Rochade im Schach 960 oft nicht sehr ratsam ist. Das war's für heute. Das Viertelfinale der Chess 960 Weltmeisterschaft wird im Oktober stattfinden. Wie es Vidit dabei dann ergangen ist, werde ich euch sicher wieder berichten. Bis zum nächsten Mal also. Tschüss!